Szene Brickworld auf der Baustelle der Brickworld 2.0 zu einem neuen Update-Video hier rund um die Baustelle. Wie ihr seht, ich bin gerade auf der Baustelle. Es ist nichts passiert seit dem letzten Update-Video, denn ich möchte euch hier wieder dabei haben. Ihr könnt wieder mit dabei sein, was hier alles passiert, nachdem wir im letzten Mal hier drüben die ganze Wand fertig bekommen haben. Soweit. Wir haben alle Löcher gestoppt, wir haben alles gestrichen. Da sind wir sehr, sehr gut vorangekommen, vor allem das ist die schlimmste Wand gewesen, da waren die größten Löcher durch die Entfernung der ganzen Zwischenwände. Möchte ich heute in diesem Video, also hier heute, es schaffen, dass wir alle Wände soweit fertig bekommen, das heißt, alles an Dreck muss runter, Spinnenweben muss runter, alles neu streichen, eventuell ein paar Löcher stopfen, die Decke lassen wir mal vor, ich muss mal schauen, wie weit ich vorankomme, ich habe immer noch Probleme mit meiner Rippe, aber ansonsten würde ich sagen, das ist das, was wir heute hier machen, damit wir endlich mal vorankommen. Und viele haben mich auch gefragt, wann soll denn endlich der Umzug anfangen, nachdem ich das jetzt einige Monate verschieben musste aus diversen Gründen, das hatten wir ja schon mal besprochen, habe ich mir die Idee gehabt, dass wir doch super gut so Mitte März vielleicht endlich anfangen könnten, richtig umzuziehen. Das heißt nämlich, dass ich dann mir selbst ein Geburtstagsgeschenk machen kann mit dem Umzug. Wir hatten ja jetzt da zum 19. März auch so ein kleines Geburtstagsspecial gemacht, haben wir sehr, sehr viel am Bahnhof gebaut. Und dieses Jahr machen wir einfach mein persönliches Geburtstagsspecial, dass wir hier umziehen. Das ist mein Plan. Ich hoffe, es funktioniert. Ich muss auf jeden Fall noch ganz, ganz viel machen bis dahin. Es sind ungefähr nur noch 4 Wochen. Ich muss schauen, ob es klappt. Ich kann es euch nicht versprechen. Und das ist mein Plan. Drückt mir die Daumen. Und ich würde sagen, nach der Werbung geht's hier los mit den neuen Arbeiten hier in der Brickworld, 2.0. So, und damit gehen wir jetzt direkt wieder in den Anführungsstrichen Speedbuild und schauen mal, was ich heute so gemacht habe. Ihr seht vor allem, dass ich erstmal hier an der Wand nochmal einiges ausgebessert habe. Wir hatten da das letzte Mal ja schon ein bisschen noch was gemacht. Ist einfach so gewesen, dass da noch ein bisschen was auszubessern war. Es passt immer noch nicht ganz, es sind einfach ein paar Flecken drauf, die nicht so gut sich überdecken lassen. Ansonsten habe ich noch endlich angefangen, mit der nächsten Wand endlich anzufangen. Auch da seht ihr, dass da einiges zu tun ist. Und dann ging es auch los, hier rund um die Fenster erstmal die ganzen Spinnenweben wegmachen, an den Dreck, der noch sonst so drauf war. Und dann habe ich mir mal ordentlich die Farbe geholt und angefangen, auch hier loszustreichen, damit einfach mal das Ganze vorangeht und wir nicht immer nur an der gleichen Wand rummachen. Ihr seht auch hier wieder oben, dass die Lampe da nicht angeht, die müssen eh noch ausgetauscht werden. Ansonsten, wie gesagt, auch die Fenster müssen noch ordentlich ausgetauscht werden, wobei, die Fenster müssen gestrichen werden und sauber gemacht werden. Und auch die Heizkörper sind eine Sache, die ich noch ändern möchte. Ansonsten seht ihr das hier nochmal drüber streichen über die ganzen Sachen, die ich ausgebessert habe nochmal. Da habe ich nochmal ein bisschen mit Spachtelmasse kleinere Löcher aufgefüllt, die dann doch noch nicht richtig auch nicht aufgefüllt waren. Und dann geht es jetzt hier los rund um die Fenster, denn da habe ich jetzt auch nicht abgeklebt, denn wie gesagt, die Fenster werden auch nochmal gestrichen, also war es mir jetzt relativ egal, ob da jetzt irgendwas auf den Rahmen kommt, abgesehen davon, dass der Rahmen eh schon Flecken hatte von denjenigen, wer auch immer es war, der vorher da gestrichen hat. Aber zumindest habe ich es geschafft, die ganze Wand hier fertig zu bekommen. Das werdet ihr auch am Ende noch sehen, wenn wir nochmal hier auf den ganzen Raum schauen. Aber es ist natürlich jetzt hier deutlich schwieriger zu streichen als auf der anderen Seite, wo ich den meisten Teil mit der größeren Rolle machen konnte. Da sind halt sehr viele verwinkelte Kleinräume. Aber es macht natürlich auch einen Unterschied. Es sieht man vielleicht im Video jetzt nicht so sehr, aber man sieht es dann in echtem Leben. Hier seht ihr jetzt nochmal, da habe ich jetzt die letzten Löcher geschlossen. Und das wird jetzt einfach mit so einer, das ist so eine Art Raufasertapete zum Aufstreichen. Damit lässt sich jetzt hier die Struktur ganz gut nachbilden, ohne dass ich jetzt irgendwelche Streifen rausschneiden muss. Lässt sich dann gut überstreichen, hat relativ die ähnliche Struktur wie die Wand. Fällt aus der Nähe ein bisschen auf, ist mir aber relativ egal. Und ansonsten seht ihr jetzt, wie ich jetzt hier endlich dazu komme, die Wand hier drüben fertig zu bekommen. Ich hoffe, dass da nicht auch das gleiche Problem besteht, dass da wieder irgendwelche Flecken durchkommen. Sonst muss ich mir noch eine andere Farbe besorgen. Obwohl die Farbe eigentlich gar nicht so schlecht ist, die ist schon relativ deckend. Ah, da muss ich vielleicht auch irgendwas anderes drauf machen, auf diese nervigen Flecken, die ja teilweise wieder durchkommen. Aber ihr seht hier wieder sehr viel rund ums Fenster herum und Kleinstarbeiten, bevor ich dann dazu komme, weiter drüben den Rest der Wand zu streichen. Das müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig mit den Arbeiten von heute leider. Dazu gleich noch mehr im Abspann sozusagen. Aber es war doch mehr Arbeit als gedacht, vor allem weil ich eben doch hier und da noch Sachen ausbessern musste, die ich eigentlich schon dachte gemacht zu haben, und das ist leider immer doof. Und damit beende ich dann das heutige Video. Leider habe ich nicht ansatzweise so viel geschafft, wie ich ursprünglich für dieses Video geplant hatte, aber das ist ja leider oft so, dass ich dass man sich allgemein mehr vornimmt, als man schafft, weil das dann doch irgendwelche Sachen reinspielen, die länger dauern als gedacht. Was aber auf jeden Fall geschafft ist, ich habe
hier drüben, die Wände, die Wand hier drüben ist fertig, ich muss ein bisschen wundern, ab und zu sind die Stellen noch ein bisschen dunkler, beziehungsweise nass, weil ich noch mal ein paar Stellen nachgestrichen habe, vor allem an den Stellen, an denen ich Ausbesserungsarbeiten gemacht habe, aber in der Bereich hier rüber, komplett bis nach da hinten und auch die ganze Wand hier hinten mit den beiden großen Fenstern ist soweit fertig, dass dann alles ausgebessert wurde, alles gestrichen wurde, alle Löcher gestopft wurden. Was ich aber hier auf jeden Fall noch machen möchte, ist, dass ich, glaube ich, die Heizkörper auch noch streichen werde und neu lackieren werde. Und die Fensterrahmen, denke ich, werde ich auch noch weiß streichen. Einfach, dass die hier ein bisschen besser reinpassen. Die sind eh total weiß angestrichen. Nicht von mir, die waren schon alles angestrichen. Ich würde die einfach mal richtig sauber machen und dann nochmal hier mit weißer Lasur, denke ich, mal drüber gehen. Damit die einfach hier ein bisschen besser reinpassen, ein bisschen hübscher aussieht. Ansonsten, was auch auf jeden Fall passiert ist, ist, dass jetzt natürlich alle Löcher soweit gestopft sind. Hier war ja noch ein kleines Loch und vor allem hier vorne, ihr habt es ja wahrscheinlich auch in dem Anführungsstrichen Speed-Bild gesehen, dass hier auch noch ein relativ großes Loch war. Da zieht es übrigens ordentlich durch, habe ich gemerkt. Also, puh, jetzt natürlich nicht mehr. Ansonsten müssen auch noch irgendwas mit den Fenstern gemacht werden. Ich weiß noch nicht, was ich mit denen mache. Auf jeden Fall sind die ziemlich hässlich. Und natürlich, wie ihr seht, die Decken müssen natürlich auch noch gemacht werden, aber da sind zumindest keine großen Löcher drin. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es vorangeht. Es sieht gut aus. Langsam merkt man auch, wie das Ganze dann mal aussehen wird, wenn es dann soweit ist, dass es fertig ist. Und ich hoffe einfach, dass mein geplanter Termin mit 19. März, ihr habt am Anfang des Videos gehört, funktioniert. Wie gesagt, die Wände sind jetzt zum Beispiel, ja, die Hälfte der Wände ist fertig. Wobei das natürlich auch ein bisschen anstrengend war mit den großen Fenstern und den Heizkörpern. Es wird hier auch noch mal ein bisschen ähnlich werden, aber das schaffen wir auf jeden Fall. Leichter wird es dann hier drüben mit der Wand. Da ist nämlich kein Loch drin, es ist relativ viel einfach Fläche. Das Einzige, ist, was man aufpassen muss, ist hier die Tür und hier eben der Sicherungskasten. Aber das ist, glaube ich, auch kein Riesenproblem. Dann die Decke und dann wird der Boden in Angriff genommen. Das hoffe ich allerdings, dass das nicht so ewig dauert. Aber ihr wisst ja, wie das mit den ganzen Planungen ist. Aber ich halte jetzt trotzdem fest, ich möchte am 19. März hier Lego stehen haben. Vielleicht nicht unbedingt alles, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ich möchte mit dem Umzug begonnen haben, weil der Umzug ist ja gleichzeitig auch ein Teil dessen, dass die Stadt ein bisschen umorganisiert wird. Also das grobe Layout bleibt ja bestehen. Aber ihr wisst ja, ich habe es öfters angesprochen, es kommen ein paar neue Sachen rein, es werden ein paar Sachen verschoben. Das werden wir alles noch machen. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei diesem Baustellen-Update. Ich weiß nicht, ob das nächste Video wieder ein Baustellen-Update sein wird oder wieder aus der Stadt. Ansonsten kann ich sagen, das Thema Shop, noch eine kleine Sache. Das März-Diorama, neues Thema, diesmal am Strand, wird demnächst auch fertig sein, soweit, dass man es vorbestellen kann. Nur als kleine Randbemerkung. Und ansonsten entlasse ich euch hier heute mit diesen Bildern. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Bleibt gesund und viel Spaß beim selber bauen oder selber streichen und ja, tschüss!